In der Landwirtschaft sind Monokulturen auf lange Sicht wenig sinnvoll. Die Böden laugen aus, Kunstdünger und Spritzmittel werden unverzichtbar. In den Wäldern ist es oft ähnlich. Es mangelt an Vielfalt, weil Monokulturen leichter zu bewirtschaften sind als Mischungen. Trotzdem könnten unterschiedliche Baumarten auch nah beieinander Vorteile bringen. Auf einem Versuchsgelände der Uni Freiburg wollen Geobotaniker und Michael Scherer-Lorenzen herausfinden, wie Bäume am besten gedeihen. Zu diesem Zweck haben wir hier so kleine Parzellen angebaut, in denen die Arten entweder in Mischbeständen oder in Reihenbeständen angebaut sind. Diese Parzellen sind relativ klein, 4x4 Meter. Die einzelnen Bäume sind sehr eng gepflanzt, das kann man hier sehr schön sehen. Das heißt, die haben einen Abstand von knapp 40 Zentimetern zueinander, sodass die Bäume sehr schnell in Interaktion zueinander geraten. Das heißt, Konkurrenz tritt sehr früh auf. Und damit können wir auch in einem sehr frühen Stadium, in quasi einem Jugendstadium dieser Bäume, untersuchen, ob es eben einen Einfluss gibt, ob eine Birke hier zum Beispiel in einer Monokultur wächst oder in einer Mischkultur. 12 Laub- und Nadelbaumarten wachsen in unterschiedlichen Konstellationen auf. Mal gemischt, mal sortenrein, mal gedüngt und mal nicht gedüngt. Etwas ganz Besonderes ist, dass man manchen heimischen Bäumen Artsverwandte aus Nordamerika zur Seite stellt. Auf der Gattungsebene haben wir also immer ein Exemplar aus Europa und eines aus den USA. Also wir haben zum Beispiel unseren Spitzahorn und wir haben den Zuckerahorn. Wir haben die Strobe, die amerikanische Kiefer und wir haben unsere Waldkiefer. Und wir haben die amerikanische Fichte und unsere Fichte. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass Baumarten jetzt aus den Vereinigten Staaten und Kanada, wo diese Arten vorkommen, wie zum Beispiel dieser Zuckerahorn, aus dem der Ahornsirup auch gewonnen werden kann, dass diese Arten, wenn sie jetzt woanders angebaut werden, zum Beispiel in Europa, weniger von Schädlingen befallen werden als unsere einheimischen Arten, weil sie ja nicht in einer Koevolution mit bestimmten Schädlingen quasi aufgewachsen sind und deswegen hier vielleicht weniger Schäden haben. Und solche Unterschiede und solche Effekte untersuchen wir auch hier auf diesem Versuchsfeld. Auf jeden Fall sollen sich Schädlinge im Wald nicht über Gebühr vermehren. Inwiefern die Kombination bestimmter Baumarten das Schädlingswachstum hemmt oder anregt, untersucht Michael Stab anhand von Blattschäden. Prinzipiell sind ja alle Arten, alle Organismen erstmal neutral. Schädling in dem Sinn und Monokulturen ist vor allem dann eine Problematik, wenn es zu Ausbrüchen von einer einzelnen Art kommt, die dann eine Massenvermehrung durchmacht. Da gibt es viele Beispiele, zum Beispiel der Eichenprozessionsspinner, der es in Deutschland im Frühsommer häufiger in die Medien schafft, ist da, denke ich, ein schönes Beispiel, weil er eben nicht nur die Bäume kahl frisst, sondern eben durch seine Brennhaare auch eine gewisse gesundheitliche Problematik verursachen kann. Im Großen und Ganzen gibt es weniger Schädlingsausbrüche, wenn Mischkulturen gepflanzt sind, wenn Mischkulturen vorhanden sind, einfach weil die Nahrungsressource, viele dieser Schädlinge sind spezialisiert auf eine oder wenige Wirtspflanzen, eben verdünnt ist und somit sind diese Ausbrüche weniger wahrscheinlich. Um aussagefähige Ergebnisse zu erhalten, werden die Bäume und Böden ständig beobachtet. Gemessen wird das Blattwachstum, die Feuchtigkeit im Boden und der Einfluss von sich zersetzendem Laub auf den Boden. Das Projekt ist noch im Gang. Aber die Zeichen deuten auf einen Vorteil für Mischwälder hin. Es gibt einige Untersuchungen, vor allem mit Grünlandökosystemen, weniger mit Baumarten, die zeigen, dass der Einfluss der Artenvielfalt auf Produktivität, auf Stabilität von der Größenordnung her vergleichbar ist mit dem Einfluss von sauren Regen, Nährstoffeintrag oder Klimawandel. Das heißt, wir haben es tatsächlich mit einem sehr, sehr starken und wichtigen Faktor zu tun. Die Diversität spielt also eine wichtige Rolle für das Funktionieren von Ökosystemen. Auch wenn es so aussieht, auf dem Freiburger Versuchsgelände wird kein neuer Wald entstehen. Denn im Projekt ist die Untersuchung der Holzsubstanz Teil der Auswertung. Und dazu müssen die Bäume irgendwann gefällt werden.